Ja, hallöchen, meine lieben Freunde, und willkommen zurück zu Let's Play Anno 1400 und die 4. Ja, in der letzten Folge war ich leise, sehr leise sogar. Ich habe das Problem herausgefunden, irgendwie auf Skype war meine Mikrofonlautstärke auf die kleinste Stufe eingestellt. Ich habe keine Ahnung, Hier auf der Baustelle geht es gut warum. Ich voran. wusste nicht mal, dass das irgendwelche Auswirkungen so hat, aber naja, man ist ja immer mal schlauer und also man lernt nie aus, wollte ich damit sagen. Und ja, gut, entschuldige ich mich dafür, dass ich in den letzten Part extrem leise war. Ja, hier ist unser schöner Perlentaucher, der unsere Deine Gesandten. Produktion kommt zum Erliegen. Ich hoffe, er hört es nicht so gut, hört es nicht so laut knarzen wie ich. Ja, meine Gesandten mit wunderbarsten Perlen versorgt. Ja. Genau, ich wollte. Das Schiff ist jetzt angekommen, also kann ich Holz und so weiter verladen. So, das mache ich jetzt etwas Deine weiter. Produktion kommt zum Erliegen. Hier. Wie viel Holz habe ich denn zur Verfügung? 36 Holz. Sollte für das, was ich vorhabe, erstmal reichen. So. Stimmt, ich wollte mir auch für diese Folge mein Anno-Heft, mein kleines Heftchen, also mein schlaues Buch, was ich in Anno habe, besorgen. Also neben mich legen. Wir machen das gleich ganz schlau, wie das nur die Elite tut. Nein. Und zwar lasse ich euch jetzt in der Postkartenansicht, in der wunderschönen Postkartenansicht dieser Stadt hier alleine. Und so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich habe natürlich, wie es sich gehört, erstmal an der voll falschen Stelle gesucht. Egal, da bin ich wieder. Ich hoffe, dass ich jetzt auch laut genug bin. Ich glaube, das hat auch das Problem irgendwie, keine Ahnung, was da los war, wieso ich so leise war und verstehe ich sowieso alles nicht ganz. Und ja. Gut, als erstes will ich mal gucken. Ah, hier sind noch meine ganzen WLAN-Codes und so. Die habe ich bereits gesucht. Der Lieblingsspruch meiner Mutter, wenn sie mich mal zum Aufräumen zwingt und dabei zusieht und alles überwacht. Wenn ich dann sage, oh, das habe ich ja vermisst, dann könnte sie mir jedes Mal den Hals Eine Produktion umdrehen. Kommt zum Erliegen. Also nicht ich mir, sie mir. Ich das irgendwie. Ach, naja, egal. Speicherstart. Ba-ba-ba. Speicherstadtgerüste brauchen wir eine halbe Stunde. Für das Mauerwerk brauchen wir 50 Minuten. Wir brauchen für das Mauerwerk 2 Werkzeugmachereien und 2 Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter Steinmetzhütten bald fertig. Gut, ich habe 3 Steinmetzhütten und meine 2 Werkzeugmachereien kommen da aber nicht ganz hinterher. Was brauche ich denn eigentlich später für die für den Kaiserdom? 4 Werkzeugmachereien. Ich werde sowieso bald mal meine Werkzeugproduktion ein bisschen erhöhen. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Ja, wir werden heute wohl noch den nächsten Teil erledigen. Und wir machen wieder ein spektakuläres Turnier. Ach, so ein Turnier. Das wäre ein trefflicher Zeitpunkt. Großartig. Ich überbringe den Rittern gleich eure Order. Genau. Schlagt euch die Schädel ein zur Volksbelustigung. Ich habe auf den Recken in Rot gewettet. Und ihr? Auf keinen. Ich muss, während ihr euch
Amüsiert muss ich regierend spielen. Gut, das muss ich mir mal kurz mit dem Weg markieren. Eins, zwei, drei, vier. So. Vier, död. Das müsste theoretisch klappen. Praktisch bin ich aber eins übers Ziel hinausgeschossen. Yep. Wie viel Holz und so habe ich denn überhaupt noch? Nicht mehr genug Werkzeug. Was war das denn? Ach ja, richten wir die Karte mal wieder nach Norden aus. Und da diese Hanfproduktion eh nichts zu tun hat und gerade dumm in der Gegend rumsteht. Ja, so. (193 Häuser. Ich bräuchte theoretisch 500 Häuser. Aber ich hoffe mal, dass ich durch. Bisher gab es keine diverse Verbesserungen. Nicht so viele Häuser benötigen werde. Wie es sonst eigentlich der Fall ist. So. Gewährt mir die Ehre eurer Unterstützung. Das ist ja Gläusch in der Nähe. Wo sind denn die drei? Da. Tonnen Kaffee. Wie schaut's hier gerade mit dem Kaffee aus? Den brauche ich nicht, also würde ich ihn verkaufen. Ich tue alles für Geld. Naja, nicht alles, also in dem Spiel tue ich alles für Geld. Wie das Volk mit den Reitern mitfiebert. Ja, wirklich spektakulär. Wuhu. Zumal das Turnier jetzt vorbei ist. Aber egal. Und gleich können wir unseren Ruhm... Habt ihr gesehen, wie dieser Ritter seinen Kontrahenten... 1k Room haben wir jetzt. Unglaublich. Das war ein großartiger Einfall von dir. Die 75 Ruhm von ihm hole ich mir. Gleich habe ich habe eine halbe Stunde knapp dafür Zeit. Also werde ich ihn hier dahin manövrieren. So. Ah, schön, und dort dass ihr da 100, seid. 250, 150 einsammeln. Das müsste passen. Theoretisch. Ja. Müsste eigentlich passen. Eure Unterstützung wäre von größter Bedeutung. Ja, ja. Das passt schon. Muss mich nicht drängen. Ich mag es nicht, bedrängt zu werden. Ich versuche aus dem Bild verschwinden. Wenn ich dich anklicke, geht ja gar nicht. Bist du kamerascheu oder was? Einen kleinen Teil der Insel will ich immer noch der Industrie vorbehalten. Ja, hier kann ich. So. So. Doch ein bisschen viel Einfluss weg. Einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her. Ja, ja. Jetzt bin ich mal so cool und stell wieder Waren wieder her. Die Eisenschmelze kommt dahin und zwei Werkzeugmachereien.
nicht so, wie ich das will. Es geht doch. Passt doch. Die Ritter sind noch völlig erschöpft. Ja. Wäre aber auch ein bisschen... Wäre cool, wenn man immer wieder ein Turnier machen könnte. 50, 100... Mit diesem Handel bin ich einverstanden. Jo. Noch 10 Minuten. Könnt ihr nicht ein paar armen Seelen? Wir dürfen bleiben? Das ist ein Wort. Ja, ich weiß. Ein Wort meiner unglaublichen Gutmütigkeit. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Was wird's? Wird der Fisch schon wieder eng? Wenn der Fisch eng wird, bauen wir einfach neue Fische. Hier auf der Baustelle geht es gut voran. Und warum? Weil wir es können. Hey. Wer es nicht weiß, das habe ich voll krass von Portal geklaut. Na, sowas ähnliches wie, ey Digga, du machst den und den nach. Finde ich echt genial. So. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Ja, bald haben wir die neue Stufe der Speicherstadt. So. Was können wir denn hier derzeiten machen? Wie sieht's aus mit Perlenketten? Das Doofe im Orient ist irgendwie nur, dass die Waren irgendwie so langsam reinkommen. Hab ich irgendwie so das Gefühl. Mit Gottes Hilfe werden die Arbeiter diesen Bauabschnitt bald fertiggestellt haben. Mhm. Mugge, Spucke und tonnenweise Klebeband. Bam, wir sind hier reich. Oh, das hier würde ich dann abreißen und durch Holzproduktion ersetzen. Böse wie ich bin. Ihr kommt, um mir eure Verbundenheit zu dieser bedeutsamen Auftrag, mit dem der Sultan soll von eurer freundlichen Geste erfahren. Das kann nicht sein. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit. Ich habe außergewöhnliche Waren für euch. Ja, Kaffee. Damit bin ich einverstanden. Der Kaffee gibt mir genug Ruhm, um nochmal zu Lord Northburg zu schippern und mir 250 Ruhm einzupacken. Allah segne euch. Um dann weiter. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Ah. Und lange ist es nicht mehr. Haha. Ja. Eine Produktion kommt zum Erliegen. Ja, Produktion kommt zum Erliegen. Vielleicht schaffen wir es sogar noch zu Ende dieses LPs. Dieser Folge. Nach dieser Folge muss ich mich aufmachen. Ich bin schon ein bisschen spät dran. Wen es interessiert, ich habe noch Rettungsschwimmen. Und da... bin ich jetzt auf einer Handelsroute werden keine Waren befördert. Ich weiß. Bin ich jetzt ein Tickchen spät dran, so. Weg. Gott sei's gedankt. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Ja. Gut. Jetzt haben wir wieder so eine kleine Folge des Stillstands. Und ich könnte den Platz ja theoretisch auch damit ausbauen. Oder damit. Noch besser. Fürstlichen Platz. So. Also das Stadtzentrum. So ein bisschen, aber... Passt irgendwie nicht so ganz. Das hier. Das eher. Oder... guten alten Steinstraßen. Ich glaube, ich nehme die guten alten Steinstraßen. Aber das kommt auch erst später.
Gott sei's gedankt. So. Bisher gab es keine ernsthaften Unfälle auf der Baustelle. Seht und staunet, es müsste gleich passieren. Ich glaube, ich kann gleich auch gar nicht weiterbauen, weil es mir an Adeligen fehlt. Wie die zweite Baustufe braucht man 1190 Adelige. Ich weiß nicht, ob ich genug habe. Der Speicherstadt geht mit großen Schritten voran. Ich habe hier die Pläne für die nächste Baustufe. Es fehlt nur noch eure Zustimmung. Schön, schön. Schön, schön. 50 Minuten dauert das. Dann ist dieser Bauabschnitt fertiggestellt. So. Die produzieren Werkzeug. Du bist jetzt wieder da. Jetzt kannst du gleich wieder zuziehen. Zum Einschleimen. Ich helfe euch gerne aus. Lord Nothib, Al-Sabenzahira, wie ich ihn so gerne nenne. Wenn ich mal wieder seinen richtigen Namen vergessen habe. Du schipperst hier rüber. Das Prachtstück der Flotte. So. Seid unbesorgt. Alle sind mit Eifer bei der Arbeit. Will ich ja auch hoffen. Mit Gottes Hilfe werden die 300.000 Arbeiter diesen Bauabschnitt 300 bald fertiggestellt Tons, haben. Gestein. Aber es ist nichts im Vergleich zum Kaiserdom-Mauerwerk. Das sind 540 Tonnen Gestein. Hö. Hier, es steht in dem schlauen Büchlein. Das Baukosten von Monumenten. Fangen wir mal mit dem... mit der Speicherstadt an. Gold, 25.180 Gold, 220 Tonnen. Holz, 340 Tonnen. Werkzeuge, 359 Tonnen Stein. Ja, und das war's. Ja. So. Der Kaiserdom. Das ist doch mal interessant. Kaiserdom da. 50.000 Gold kostet der. 380 Tonnen Holz. 1.280 Tonnen Werkzeuge. 640 Tonnen Stein. Und 270 Tonnen Glas. Ja, das wird noch ein Spagat, sage ich euch. Die ist für der Gansch, ist für der Mautz. Das letzte Mordsgaudi wird der, ja. Wisse. Die Arbeiter kommen gut voran. Alles läuft bestens. Gut, dann werde ich erstmal eine Zeit lang mich nicht so drum kümmern. Das Zeichen der Wertschätzung kann ich gleich überbringen und dann ist auch schon fast Schluss für die heutige Folge. Ihr bringt ein Zeichen eurer fortwährenden Bemühungen. Übrigens wird es keine... Oder ich mach... Ne, in der letzten Folge habe ich überzogen und ich muss jetzt auch wirklich los. Darum mache ich jetzt Schluss und... Ja, es wird erstmal kein Intro davor geben, weil anscheinend verhagelt mir das Intro irgendwie in Sony Vegas das Rendern, also mein Ringlet-Intro, und sorgt dafür, dass Anno dann halt in dieser scheiß Soundqualität, wie hier ist, bereits öfters kennengelernt hat. Ja, und es klingt an der Tür, also ich muss mich beeilen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Freunde, und wenn es wieder heißt, Let's Play Anno 1400 und die